Park Festival. Haub aus Nürnberg. Ich habe einen Pressepass gekriegt. Das bin ich. Deswegen als allererstes erstmal allerdickster Shoutout an euch, dass ihr euch die Videos reinzieht und das möglich macht. Das ist mein drittes Mal im Park, aber ich war einmal zum Arbeiten hier, einmal nur als Tagesgast. Also das wird das erste Mal, dass ich so wirklich die Park-Experience erleben kann. Hier und Richter und Kühle, Gewürzgurke. Ich bin natürlich sehr umweltbewusst mit der Bahn angereist und habe schön meinen ganzen Shit geschleppt. Mir läuft auch übelst die Suppe. Jetzt suche ich mir mal meinen Zeltplatz, weil ich irgendwie auf dem Medienzeltplatz schlafe. Das ist ganz geil, weil ich habe meine 360-Grad-Kamera dabei. Und das ist mir auf dem normalen Campen nicht so ganz geheuer. Außerdem bin ich wieder mal alleine da. Conny und Manu, die sind einfach zu Rock am Ring gefahren, ey. Ich kann nicht fassen, dass ihr beide vor mir am Ring seid. Ist ein gestörtes Line-Up. Ich habe tierisch Bock auf dieses Wochenende. Das wird einfach nur fett. Problem ist halt auch, dass ich einfach total im Arsch bin, weil wir waren gestern noch beim 10 Jahre Landstreicher Geburtstag. Deswegen bin ich ganz schön zerknittert. Und das Letzte, worauf ich jetzt Bock habe, ist eine halbe Stunde zu laufen mit meinem fetten Rucksack. Hier meinen Scooter-Freund, ich habe ihn HP getauft, vielleicht hilft er mir ein bisschen weiter. Also Hans-Peter, gut, dass ich dich mitgenommen habe. Der hat einfach meine Laufzeit mindestens mal halbiert. Alter, dafür kämpfe ich aber auch direkt an der Mainstage. Da ist er. Au. Und jetzt erstmal mein defektes Zelt aufbauen. Mir ist halt dieses Gummiding gerissen, aber ich sag mal, es soll jetzt kein Unwetter geben, das wird schon halten, wa? Schön auf dem Trainingsplatz vom FCN. Steht wie eine Eins. Gaffer regelt. Häuslich eingerichtet. Jetzt erstmal ein Bier. Oh. Also Hans-Peter und ich machen uns jetzt doch nochmal auf den Weg zum Camp. Ich will einfach mal gucken, was da so abgeht. Außerdem sind da auch ein, zwei Leute, die ich kenne. Vielleicht finde ich ja irgendjemanden. Und auf jeden Fall muss ich mir irgendwo Bier schnurren. Schon mal der erste Blick aufs Infield. Hier wird noch fleißig geackert, damit morgen alles ready ist. Wie immer gilt, Shoutout an alle Helfer und die ganze Crew, die das hier möglich macht. Alle Sicherheitsleute, alle Planer, Orga, alle, die hier mit anpacken. Ihr seid die Geilsten, weil ohne euch hätten wir keinen Spaß. Ist so. Deswegen seid immer nett zu den Mitarbeitern. Die haben teilweise echt krasse Schichten. Habt auch mal Verständnis, wenn der ein oder andere ein bisschen schlechte Laune hat, weil so richtig viel schlafen tun die auf so einem Festival auch nicht. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Die Frösche quaken, die Leute haben gute Laune, es ist schönes Wetter. Das wird ein geiles Wochenende, Alter. Ja, schön. Also, das muss ich auch mal gesehen. Kann ich immer die gleichen. Ich find's so geil. Oh. Geschafft, ja. Paddy, mach was Gutes. Ja. Heiko. Stopp. Ah, sehr gut. Die haben wir so wegrationalisiert gerade. Das ist eigentlich gar nicht mehr lustig. Also. Ich hätte drei Runden eher fertig machen können, aber einfach aus Anstand. Du hast echt. Ich fand, du hast dich gut genommen. Ich fand aber auch optisch, waren wir einfach optisch auch schon überlegen. Das hat eingeschüchtert. Vom Platz gefehlt. Ja, muss man sagen. Krank. Oh, da steht's ja auch noch. Kommst du klar? Mega geil. Oh. Zweimal rasiert, Alter. Jawohl. Also ich denke, das ist, was man im Volksmund versackt nennt. Ich wollte eigentlich vor zwei Stunden schon zurück am Zelt sein. Vier Bier später und ich bin immer noch nicht zurück am Zelt. Ich und HP hier, wir machen uns mal auf den Weg. Es war auf jeden Fall sehr viel feuchtfröhlicher, als ich das erhofft und erwartet hätte. Aber ich bin nicht böse drum. Es war sehr schön, euch alle zu treffen. Es könnte ja auch viel schlimmer sein. Man könnte ja jetzt quasi erst auf der Anreise sein. Ja, so anreisen. Wie wir. So genau. Wie wir. Ey, schön, dass ihr endlich da seid. Gronny, wie sieht es eigentlich bei euch aus? So, seid ihr schon bei Rock am Ring oder wie ist die Lage? Ja, wir sind auf dem Weg zum Rock am Ring. Rock am Ring, leck mein Ding. Nein, komm, los, ja, okay, Alter, wir komm. Fahren jetzt. Ja. Rock am Ring. Es ist jetzt 23.18 Uhr.
Wir haben nur noch so 300 Kilometer vor uns. Sind ein bisschen später losgekommen, weil ich noch arbeiten musste. Wer mich kennt, mir ist Arbeit halt immer sehr, sehr wichtig. Wir fahren heute nur die halbe Strecke und pennen jetzt an einem Baggersee irgendwo am Arsch der Welt. Und dann fahren wir morgen weiter, damit wir rechtzeitig zu den ersten Bands bei Rock am Ring sind. Nein. Für alle, die sich fragen, was auf dem Gelände eigentlich so passiert, wenn noch keine Bands spielen. Die Lichttechniker haben einfach ein bisschen Spaß. Es ist einfach immer so geil, auf so einem Gelände zu stehen, wenn niemand da ist und sowas passiert. Shoutout an die Lichttechniker. Ich glaube, morgen wird richtig geil. Ich gehe jetzt mal ins Bett. Gute Nacht und bis morgen. 6,5 Stunden später. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua. Ich habe 2 Fehler begangen gestern. Der erste, klassischer Fall von, ja, ich gehe mal auf ein Bier auf den Campingplatz. Aber dafür liebe ich Festivals halt auch. Ich habe einfach 4 Leute getroffen. Ich wusste eigentlich nur von 2, dass sie da sind. Es sind irgendwie 60.000 Leute hier und trotzdem passiert sowas. Ja, der zweite Fehler war, kein Wasser zu trinken, vor dem ins Bett gehen. Nur Alkohol. Schlafdefizit aufholen hat nie so gut geklappt. Da müssen wir jetzt durch. Ich habe mir jetzt mal den Hans-Peter geschnappt und roller mal zum Lidl. Ein bisschen was einkaufen fürs Wochenende. Da hat jemand eine Tretmine hingelegt. Ey, ich wäre fast durchgefahren jetzt. Frösche sind auch weiter fröhlich am Quaken, obwohl der Müllzustand im Dutzenteich leider zunimmt. Diese Tiere leben hier. Also bitte, behandelt ihren Lebensraum mit Respekt. Ihr verlangt das von eurem Lebensraum auch. Alter, ey, ein riesen Ding hier hingezimmert, ey. Man könnte denken, der steht immer hier. Ja, das ist schon wirklich sehr praktisch, so einen Supermarkt auf dem Gelände zu haben, muss man mal sagen. Shoutout Lidl und Rock im Park. Das ist eine gute Sache. Das ist gerade Soundcheck, Billy Talent. Aber sie stehen leider nicht selber auf der Bühne. Die werden heute spielen. Green Day. Los geht's, 14 Uhr für mich mit den Interrupters, dann die Donuts. Also heute ist voller Tag, so wie eigentlich jeden Tag, weil das Line-Up ist, wie gesagt, geisteskrank. Ja, ich habe jetzt hier im Stadion einfach ein bisschen gearbeitet und gehe jetzt mal ins Mediencenter. Kommentiert mal, wenn ihr schon dabei wart, als Rock im Park noch im Stadion stattgefunden hat. Conny, wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Seid ihr jetzt mittlerweile am Ring angekommen oder wo steckt denn ihr? Halb! Wir sind gerade aufgestanden, natürlich viel zu spät, aber hier ist unser geiler See. Mach einen Trick! Oh! Sind jetzt eine Stunde zu spät aufgestanden, aber fahren jetzt entspannt den Restweg zum Festival. 2 Stunden später. Wir sind immer noch auf dem Weg, weil es gerade auch noch mal kurz Stau gab. Und jetzt sind wir noch am gucken, wie wir auf den Green Campingplatz kommen. Das wäre nämlich übelst geil, weil da noch Freunde von uns sind. Aber ich glaube, vor Ort wird es bestimmt auch noch gehen. Und ich denke, wir sehen uns dann gleich vor dem Festivalgelände. Oh. Ja, spannend. Ich hätte nichts anderes erwartet bei euch, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt mal versucht, noch ein bisschen zu schlafen. Währenddessen hat Against the Current das Infield eröffnet. Und da werde ich mich jetzt mal hinbegeben. Nur zu eurer Info, ich wurde vom Veranstalter gebeten, nicht die Bands zu filmen. Deswegen werden es hauptsächlich Crowdshots werden. Nur, dass ihr euch nicht wundert, in der Review, die dann zu dem Festival kommen wird, wie auch zu allen anderen Festivals, auf die ich dieses Jahr gehe, da werden dann ein paar drin sein, aber jetzt hier im Vlog erstmal nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir sehen uns im Pit. Ein Lied für mich! Was für eine geile Band für ein Opening an so einem schönen Tag, ey! Ich bin jetzt doch mal auf Kontaktlinsen und Sonnenbrille umgestiegen, weil diese weißen Dinger, die da ausgelegt haben,
die reflektieren die Sonne so hart, ey, da wirst du fast blind. Und dass ich übelst übermüdet bin, hilft halt auch nicht. Dafür ist es halt wirklich geil, im VIP-Camp pennen zu können, weil da ist man einfach in 2 Minuten am Zelt. You know what, it's gonna be a long day ahead of us, but there's so many great bands and we get to end the night with Green Day. Die haben wirklich richtig, richtig gut performt, richtig Spaß gemacht, geile Band. Wir bleiben gleich an der Utopia Stage, denn als nächstes kommen die Entertainment-Schweine, die Donuts. Und ich glaube, dann wird es hier das erste Mal so richtig eskalieren. Sehr unterhaltsam. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich die nächste Woche beim Rock for People interviewen darf? Ich weiß auch nicht so richtig, wie das zustande gekommen ist, aber lieber Ingo, liebe Donuts, wir sehen uns nächste Woche. Ja, Crowdmanagement mit so vielen Leuten ist nicht so einfach. Brauche ich einen gewissen Körperteil? Ich brauche eure Zunge. Ach so. Dankeschön. Du weißt, dass es eine Party gibt, wenn Electric Callboy draufsteht, Alter. Was für ein Abriss, ey. Das Ding ist halt auch, ich hatte gerade meine 360-Grad-Kamera dabei, hatte die aber leider im falschen Modus. Das heißt, die hat jetzt wahrscheinlich ungefähr so 800 Bilder aufgenommen und keine Videos. Was soll ich dazu sagen? Ich ärgere mich schon über diese Scheiße, ey. Es wären so kranke Aufnahmen gewesen. Aber naja, ich probiere es morgen bei Kraftclub nochmal. Wir haben jetzt straffes Programm. Wir hatten noch gar keinen Shit-Report. Gibt noch Klopapier. Es stinkt nicht, es ist auch noch relativ sauber. Passt soweit. Leider gibt es jetzt auch die erste richtig eklige Überschneidung für mich. Weil auf der Mandora Stage spielen jetzt Pendulum und die habe ich noch nie live gesehen. Ich sehe Pendulum nächste Woche auf dem Rock for People. Also hoffe ich, dass da nichts irgendwie dazwischen kommt. Das wäre richtig scheiße, weil dann würde ich mich ärgern. Aber ich gehe jetzt trotzdem zu Billy Talent. Weil Billy Talent ist Liebe. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von meinen Festivalreisen, dann lasst an der Stelle vielleicht auch einfach mal ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen, auch mal das Video liken gegen den Algorithmus. Und dann könnt ihr mir nächste Woche dabei zugucken, wie ich bei Pendulum meinen übelsten Shit verliere, ey. Weil da werde ich so hart eskalieren. Wir sehen uns im Pit. Let's go! Oh, yes! It's a beautiful day. We wish you nothing but the best this weekend. Try to have the most fun you possibly can, okay? And remember to take care of each other, to love each other, and to help each other if someone needs help, okay?
von der Moshpit-Inflation nicht verschont. Let's get from the rain. Billy Talent Song ever. Alter, ey. Also Billy Talent Konzerte sind einfach mein Happy Place. Da kannst du mich eine anderthalb Stunde irgendwo hinspielen, dann spiele ich anderthalb Stunden Luftgitarre und schrei mir die Seele aus dem Leib, bis ich Seitenstechen habe. Fun Fact, als ich 2017 mal auf dem Big Day Out in Anleuchte gearbeitet habe, war ich mal im Tourbus von Billy Talent, weil ich denen ihre Wäsche waschen sollte. Muss man wissen. Ja, das war einfach wieder mal Premium. Richtig geil. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal rüber auf die Mandora Stage, weil da spielen Baby Metal, die habe ich noch nie live gesehen. Aber ich habe krasse Dinge gehört. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Schon irgendwie eine witzige Kombo. Die haben tatsächlich auch eine interessante Geschichte. Es ist eigentlich eine Castingband. Die drei Mädels, die da singen, hatten vorher mit Metal überhaupt nichts am Hut. Aber die beweisen auf jeden Fall, dass man zu jeder Mucke tanzen kann. Und es waren echt viele Mädels in der Crowd, was echt schön ist, weil ich glaube, die... Okay. Ich glaube... Alter, nein. Nein. Ich bin ready für Green Day. Was ich sagen wollte, ist, ich glaube, dass einige durch diese Band mehr mit Metal zu tun kriegen und sich dafür interessieren. Und das ist immer eine gute Sache. Jetzt Green Day auf der Mainstage und dann mal gucken, ob ich rüber zu Marzi gehe. Ich mache ja gerade Kifferpause bis zum Hurricane, habe ich gesagt, bis ich ihn da sehe. Ich hätte schon Bock eigentlich. Alter, sind hier viele Leute. Der Typ hat auf jeden Fall auch den besten Job, Alter. Kann sich schön Green Day reinfahren. Ja, moin! Es ist einfach überall so voll und eng. Das ist echt krass. Crowdmanagement-technisch gibt es hier auf jeden Fall Luft nach oben, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade 5 Minuten gebraucht, um 50 Meter zu laufen. Also gut, vielleicht waren es 100 Meter, aber es ist schon krass. Es gibt halt doch ziemlich viele Engpässe und es sind so viele Leute hier. Das ist echt krass. Ich gehe jetzt erstmal ins Zelt noch eine Cola trinken und was essen. Ich habe übelst Hunger. Und ich höre ja Green Day von hier aus auch ziemlich gut. Schon sagen, dafür lohnt sich das VIP-Camp. Da kannst du halt echt chillen, einfach dir die Bands angucken. Durch die Leinwände siehst du es auch ziemlich gut. Und Green Day, Alter, es ist einfach jedes Mal wieder verblüffend, wie viele Hits die haben. Das ist echt so geisteskrank. Nur Hits, das ist unfassbar. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life.
Ich könnte jetzt noch zur Antilopengang gehen, aber ich schaff's einfach nicht mehr. Ich muss mich mal ausschlafen. Ich habe tatsächlich einfach Marzi komplett verpasst. Ich wollte eigentlich hingehen, aber ich war sehr beeindruckt von diesem Hit-Feuerwerk, was Green da hier abgefeuert haben, ey. Das war's für heute von Rock im Park. Wir schalten an den Ring und gucken, was Manu und Corny so treiben. Jungs, ich hoffe, ihr habt die Zeit eures Lebens ohne mich. Ihr Pisser. Ein Aup. Auch jetzt nochmal vom Ring. Wir sind auf jeden Fall jetzt auch ganz gut durch. Es ist jetzt gleich 3. 3. Wir waren jetzt aber auch nicht übelst krass viel heute unterwegs. Ja, kleine Probleme bei der Anreise, sag ich mal so. Das erste Mal in meinem Leben vor diesem Tor. Ist das geil, ey. Wir sind bei Sonderschule gewesen, dann die Ärzte und jetzt noch am Ende Pennywise. Sonderschule hat absolut abgerissen, waren natürlich aber super viele schon bei die Ärzte. Ja, bei die Ärzte waren wir dann relativ weit hinten, aber es wurde gut einfach mal auf den Bierwagen geklettert von Leuten, von was wir uns natürlich komplett distanzieren. Finde ich so, gar nicht gut. Sowas geht überhaupt nicht. Gab auch keine Überlegung, das auch zu machen. Null, also sowas macht man nicht. Man benimmt sich auf Festivals ja auch gut. Ne? Mhm. Ansonsten haben wir heute ein bisschen Buddy-Tag gemacht. Das Buddy-Tag, Rock am Ring, Alter, Buddy-Tag! Und ja, aber hoffe auf jeden Fall, dass du gut pennen konntest, Pete. Und morgen dafür umso mehr abgehen kannst und uns schon mal sagen kannst, was wir dann am Sonntag alles angucken sollen. Weil es ist ja geil, dass es sich so abwechselt mit dem Line-Up. Daher gute Besserung und wir sehen uns im Pit. Also an anderen Orten, aber im Pit. Ja, ging schon. Also es war auf jeden Fall mal ein bisschen länger. Aber ich war auch zwischendurch immer mal wach, weil es ist echt arschkalt nachts noch. Und sobald dann halt um 6 die Sonne draußen ist, es ist unnormal warm. Parkway Drive macht Soundcheck. Ich hab so Bock auf die Boys, Alter. Das wird kompletter Abriss heute Abend. Aber bis es soweit ist, roller ich jetzt erstmal zum Camp, besuch mal ein paar Leute und dreh Footage für die Review. Außerdem war ich vorhin duschen, Alter. Die hat mich ja so hart wiederbelebt. Also kann ich schon empfehlen, vor allem weil die so halbwegs warm war. Das war sehr nice. Schon ein großes Gelände, ey. Ich bin froh, dass ich einen Hans-Peter habe. Muss ich küssen, damit es immer so bleibt. Oh, ja. Kannst du mir nach in der Abendsonne von Venezia. Sehr schön. War nie so ein großes Match. Ja, das ist echt das größte Flankyball der Welt, Alter. Ja. Das war die größte Flankyball-Runde in der Menschheitsgeschichte. Ey, Anne Stark. Also mein Besuch auf dem Campingplatz hat mich mal wieder sehr ordentlich abgefuckt. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua. Shoutout an alle, die mir Freibier gegeben haben. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall dringend was essen. Wird auf jeden Fall auch wieder ein sehr voller Tag. Ich hoffe voll im Sinne von nur Bands, weil wenn ich mich heute hart besauf, dann weiß ich nicht, wie viel Kraft ich habe, bis 1.30 Uhr bei Parkway Drive noch im Pit zu stehen. Ihr seid eigentlich am Ring. Ihr habt heute dasselbe Programm wie wir gestern. Ich wünsche euch viel Spaß und habt ihr euch schon entschieden, ob ihr zu Pendulum oder Billy Talent geht? Ein Au! So, wir haben uns hier auch langsam mal in Bewegung gesetzt. Hier sieht es noch ein bisschen aus wie Scheiße. Spaß. Wir haben dieses Überschneidungsproblem, was es im Park gibt, haben wir tatsächlich hier gar nicht ganz so schlimm, weil Pendulum genau zwischen Electric Callboy und Billy Talent spielt, glaube ich. Und da kann man zu beiden sehr entspannt gehen. Ansonsten ist der Plan heute auch relativ voll. Noch sind wir nicht auf dem Gelände, aber ich glaube ab um 4 geht es dann los und dann wird die Nacht bis nachts durchgezogen. Weil die Wege, also so eine halbe Stunde laufen wir, glaube ich. Da will man, überlegt man dreimal, ob man nochmal in der Nacht zurückkommt. Bei so geilen fucking Acts. Ansonsten sehen wir uns später. Und viel Spaß im Park. Schön zu sehen, dass bei euch bei Rock am Ring alles okay ist. Tag 2 für mich beginnt jetzt mit Atreyu und dann geht's zu den Blackout Problems. Und heute wird richtig
abgerissen. Wir haben ein Riegel für heute, ja? Spaß! Können wir machen Spaß zusammen? Ja, können wir. Können wir machen Spaß zusammen? Ja, wir können Spaß zusammen. Let's fucking gates! Are you ready to have a good fucking time tonight? Das war sehr kurz, aber ein sehr schöner Start in Tag Nummer 2. Und jetzt gehen wir dahin, wo wir gestern noch gar nicht waren, nämlich auf die Orbit Stage. Das ist die Halle. Ja, bei Rock'n'Park gibt es eine Indoor Stage. Und da spielen jetzt meine Blackout Problems. Übrigens, weil ich es gerade höre, parallel spielen halt die Leoniden auf der Mainstage. Also erstmal Glückwunsch, Jakob, dass ihr endlich auf der Mainstage angekommen seid. Aber das ist schon echt eine Überschneidung des Todes. Ein fucking Highlight. Yeah. Zu so schwierigen Uhrzeiten, wo so talentierte Bands wie die Leoniden auf der Hauptbühne sind, hier drin so viel Leute haben, dass sogar der Balkon aufgemacht werden muss. Das ist nicht selbstverständlich. It's you and me against the world. Was ich lustig finde, dass meine Nachbarn einfach TPD-TV sind. Oh, Boys. Mir war klar, dass ich sie irgendwann mal treffen werde, aber dass es jetzt ausgerechnet hier und heute ist. Also wenn der Tag jetzt vorbei wäre und ich ins Bett gehen müsste, ich wäre zufrieden. Aber der Tag ist ja noch längst nicht vorbei. Matzen spielen gerade auf der Hauptbühne und danach gibt es auch noch viel, viel geile Mucke. Heute Tag, heute ist Samstag. Ich habe eine Frage. Hättest du nicht los mit dir, mit allen zu verbringen? Mit Schmerzgeschichten, mit jedem Schuss. Wir laden ein, wir laden ein, wir laden ein. Also los, raus, raus, gegen Faschismus! Lass die Musik an. Habt ihr so eine Sachsen? Du bist so ein Knecht, Alter. Hey, Matzen haben gesagt, die waren 13 Jahre nicht bei Rock am Ring, Rock im Park. Das fällt mir irgendwie schwer zu glauben, weil die ja sonst eigentlich immer und überall spielen. Aber obwohl sie so lange weg waren, war das wie immer sehr, sehr stabil. Aber ich freue mich auch sehr, dass die Securities meinen Hinweis von gestern ernst genommen haben und da echt noch ein paar Hamburger Gitter hingestellt haben, weil das Crowdmanagement gestern war halt echt eine Katastrophe. Mal gucken, wie es heute Abend wird, wenn das so richtig voll ist. Aber es ist schon mal sehr lobenswert, dass sie überhaupt was getan haben. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch für heute noch was anderes sucht für die nächste Stunde. Weil ich kann euch nicht versprechen, dass er das heute noch reinschafft, die nächste Zeit. Ich kann euren Ärger verstehen, schade, aber im Moment geht es da um die Sicherheit, darum kommt da keiner mehr rein. Hey, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man jetzt in die Orbit Stage will und nicht reinkommt. Weil hier kommen doch gerade so viele Leute raus, warum lassen die denn nicht einfach noch Leute rein? Ich guck mal, was da los ist. Für euch. Im Moment ist die Arena komplett wegen Überfüllung zu eurer Sicherheit geschlossen. Dann gucken wir doch mal, wie voll es da drin ist.
auf jeden Fall noch Platz, aber ich verstehe auf jeden Fall, warum sie es machen. Sicherheit geht vor und wenn es da drin zu eng ist, dann ist es auch nicht geil. Also von daher, Props an die Orga. Conny, wie sieht es eigentlich bei euch am Ring aus? Alles gut? Ihr habt ja heute den Tag, den wir gestern hatten. Ich könnte euch jetzt alles spoilern, aber mache ich natürlich nicht. Wie ist denn die Lage? Gib mal ein Update. Ey, was geht? Der Sonne hinterher. Ey, was geht? Wir gucken uns gerade Rock am Ring live an. Donuts Auftritt. Ich weiß nicht, wer so lange zum Grillen gebraucht hat. Ich weiß nicht, wer hier nochmal übelst lang pennen musste. 20 Minuten. Nee, aber wir sind jetzt hier absolut ready, gleich loszuschießen. Und dann nach dem Donuts. Nee, wir können das schon erst zu Ende angucken. Wir sind auf jeden Fall absolut hier im Modus. So, guck mal, so sieht's aus, als würden wir von oben filmen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Auch wenn ich ein bisschen traurig darüber bin, dass wir nicht zusammen am Ring sind. Ja, bei uns hat es jetzt hier ganz schön zugezogen. Es ist auch relativ frisch geworden, es geht ein bisschen Wind, deswegen habe ich mir mal eine Jacke drüber geworfen. Obwohl es jetzt wieder zurück in die Halle geht, denn dort spielt eine Band, die ich beim Impericon im März entdeckt habe und seitdem wirklich sehr lieben gelernt habe. Ich werde mir trotz der ekligen Überschneidungen mit Kraftklub wahrscheinlich Landmarks komplett angucken. Denn Kraftklub habe ich ja die letzte Woche zweimal gesehen. Wie das war, könnt ihr hier sehen. Wie Landmarks ist, das schauen wir uns jetzt an. Jetzt parallel spielen auch noch Why She Sleeps. Und da muss ich mich schon fragen, wer das so gebucht hat. Weil Landmarks und Why She Sleeps gleichzeitig spielen zu lassen, weiß ich nicht, Digga. Thank you so much for having us. Make some noise for yourself. Thank you. Absolut gestört. Und jetzt fix rüberrollern zum Kraftklub. Ich muss Rock im Park echt mal danken für das Media-Bändchen, dass ich durch die Ausgänge raus und rein darf. Das ist so ein krasses Privileg und ich weiß das echt sehr zu schätzen, weil sonst wäre es auf keinen Fall möglich, immer überall so weit vorne mit dabei zu sein. Danke einfach nur. Und auf jeden Fall auch Shoutout an Hans-Peter, ey. Geile Sau. Oder doch für keinen Fall. Ist gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen Transphobie und leider Gottes auch gegen verfickte AfD. Kopfstaub und Zigarettenrauch in der Luft. In Berlin als auch dem in Leipzig konnte das heute auf keinen Fall das Wasser reichen. Ich bin wirklich sehr froh, dass die an dieser Einlass-Ausgangssituation was gelöst haben hier. Das ist deutlich besser als gestern. Bevor es zum Manneskind geht, erstmal noch feinstes Spinacci. Das wird jetzt richtig kredenzt. Down.
ich fahre mir jetzt hier schön ein Manneskind rein und dann geht's zu Parkway, sich richtig zerstören. Wie sieht's bei euch aus, Toni? Green Day, Marzi oder doch Team Scheiße? Hallo, wir kommen gerade von Pendulum und ab jetzt feiert Manu auch Drum and Bass. In Nürburg liefert die DHL auch samstags. Das muss die Eins sein, glaube ich. Ich glaube, willst du die Eins nehmen? Es ist eine Umarmung! Komm her! Komm on, send me up, ich schätze mal, damit ist die Frage vorerst beantwortet. Mann am Arsch lecken! Alles, was ich will, ist ein Freund. Wir waren jetzt nicht bei Green Day, trotz starker Empfehlung. Aber inzwischen geht hier Marzi los. Wir setzen uns jetzt erstmal hier hin. Vielleicht gehen wir noch mal zu Green Day, vielleicht bleiben wir auch hier. Mal schauen. Mal schauen, was auch in Nürnberg geht. Scheiße, sind die gut. Also, wer mich kennt, der weiß, ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, so Headliner hochzupushen. Boah, Alter. So Bands übelst hochzupushen in einen Headliner-Slot, wo sie nicht hingehören, aber die gehören da auf jeden Fall hin, Alter. Diese Band ist einfach so unfassbar gut. Premium. Das war bis jetzt, glaube ich, der beste Gig des Wochenendes. Und jetzt geht's bei Parkway Drive weiter und da werde ich mich wahrscheinlich komplett zerschießen. Morgen mit Stimmproblemen zu euch. Der hatte heute auf jeden Fall ein bisschen zu viel gegeben. Aber das war es auch wert. Digga, ey. Das war einfach nur komplett pervers. Also Manneskind war auch übel geil, aber Parkway haben wir wieder nur abgerissen. Damit verabschiede ich mich ins Bett. Wir sehen uns morgen. Dann morgen. Mo. Ich habe jetzt schon mal mein Zelt ein bisschen aufgeräumt, denn heute ist der letzte Tag und ich mache etwas, was ich eigentlich hasse auf Festivals zu tun, denn ich reise heute schon ab, weil morgen geht es zu den Beatsticks in den Club in Görlitz vor 90 Leuten und da will ich einfach nichts anbrennen lassen, da lieber fahre ich heute Nacht und bin morgen ein bisschen müder, als dass ich dann morgen irgendwo feststecke. Das wird nochmal ein voller Tag, geht los mit Royal Blood. Ender Shikari, wovor ich echt ein bisschen Angst habe, weil das wird in der Nachmittagssonne sein. Wer mich kennt, der weiß, wie Ender Shikari bei mir wirkt. Mal gucken, was noch so passiert. Aber ja, ich packe jetzt schon mal langsam meinen Shit und dann machen wir uns heute nochmal einen richtig guten Tag. Man muss aber auch mal sagen, wettertechnisch sind wir echt
gesegnet. Also wenn die Sonne draußen ist, ist es schon sehr ekelhaft warm. Aber ansonsten sind Außentemperaturen eigentlich nur so 20 Grad. Ist ziemlich nice. So, ich rolle jetzt mal ein bisschen in den Pressebereich, um schon mal Video zu schneiden. Weil ich habe ja nächste Woche auch viel vor. Wie ist denn am Ring die Stimmung so? Heute ist ja der erste Tag, den ich schon gesehen habe, den ihr jetzt noch vor euch habt. Die anderen beiden hattet ihr ja Vorsprung. Was sollte ich mir denn heute auf jeden Fall reinziehen, ist die Frage. Auf jeden Fall Sonderschule, natürlich. Und danach die Ärzte. Gönnt ihr am besten beides. Und ja, wir waren dann abends noch bei Pennywise. War auch ganz nett. Und genau, jetzt sind wir gerade hier an der Shuttlebusstelle. Und dann geht es erstmal ordentlich zu den Blackout Problems. Ich freue mich schon die ganze Zeit übelst drauf. Danach direkt Leoniden und dann Matzen. Und dann machen wir, glaube ich, noch mal einen kurzen Abstecher zum Zelt. Ein Reinsaufen. Und heute Abend Kraftclub. Und dann nach Maneskin. Damit wieder zurück zum Nürnberg. Zum Rock im Park. Wir sind im Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr. Wir sind im Kreisverkehr. Cool, Corny. Ärzte und Sonderschule. Die spielen leider bei uns gleichzeitig. Danke für nicht. Aber ich habe eh jetzt erstmal noch ein ganz anderes Problem. Ich habe den Schlüssel von meinem Schließfach hier im Mediencenter gestern bei Parkway Drive anscheinend im Pit verloren. Das heißt, ich komme jetzt nicht an meinen Laptop ran und muss jetzt erstmal gucken, dass ich den überhaupt wiederkriege, weil ich muss ja heute Abend zum Bus. So ein Abfuck. Okay, mein Laptop ist wieder frei. Zeit, sich die erste Band des Tages anzugucken. Oh, wait, there's one missing. Oh, there we go. Thanks, guys. Have fun. Ich habe gerade nochmal den Timetable gecheckt. Heute ist doch nochmal echt Stress. Vor allem, weil ich halt auch noch meinen ganzen Scheiß zusammenpacken muss, mein Zelt abbauen. Ich gehe jetzt erstmal zu Royal Blood, danach Ender Shikari. Da werde ich mich so richtig zerballern. Die einzige Band, die ich skippen könnte, weil die auch beim Rock for People spielen, sind Neck Deep. Die werde ich auf jeden Fall auch ausfallen lassen, weil ich habe sonst gar keine Zeit. By the way, Shoutout mal an die Nachbarn, dass ich euer Camp mit benutzen darf und nicht die ganze Zeit in der Sonne braten, weil es ist wirklich barbarisch warm, ey. Wir schauen einfach mal, was der Tag bringt. Let's go, Gitarrenriff, jetzt! Alter, ich hoffe, bei Shikari ist dann auch so viel Platz. Dann gibt's Spin-Kicks ohne Ende. Alter. Dafür liebe ich die großen Festivals. Wenn da irgendein Act nachmittags spielt und da mal so richtig Platz ist und die Meute Bock hat, komplett zu eskalieren, dann gibt's halt auf jeden Fall richtig gestörte Aufnahmen. Also ich bin jetzt gerade mal mit der 360-Grad-Kamera rumgelaufen. Ich hoffe, ich schaff's schon, das mit reinzuschneiden. Es ging so ab. Also das hat echt Spaß gemacht. Aber jetzt bringe ich die 360-Grad-Kamera weg und eskaliere selber so völlig, denn jetzt kommt Ender Shikari. Sonst wäre ich verreckt. Es war so geil viel Platz. Der Pit war zu oft ein Circle Pit. Da konnte man die Spin-Kicks nur bedingt rausholen. Aber ansonsten hat es einfach nur Bock gemacht. Wie ist eigentlich die Stimmung am Ring? Alles gut bei euch, Corny? Wir haben es geschafft. Das erste Mal First Row vor der Hauptbühne. Und wir haben auch ganz, ganz tolle Menschen getroffen. Robin und den Fabi, der gerade weg ist. Manu und Robert sind auch dabei. Sag mal Hallo für den Pit Report. Und hier spielen jetzt gleich die Leoniden. Oh.
beides Bands so eine geile Scheiße. Aber für mich Highlight gerade war, nochmal zu den Matzen zu gehen. Es war dieselbe Show, wie sie letztes Jahr gespielt haben, aber letztes Jahr war das für mich der beste Festivalauftritt auf dem Hurricane. Bei Nachtbaden hat es einfach angefangen zu regnen. Hat mich so sehr daran erinnert. Und es war also diese Band krank. Ja, und jetzt gehen wir kurz zum Campingplatz, weil wir noch Fanta haben. Und ja, 3 Euro Becherpfand ist. Und außerdem ist heute Nacht wahrscheinlich wieder kalt wird und wir deswegen Pulli und Leggings. Ich brauche eine Leggings. Ob es bei dir genauso geil ist, Pete? I doubt it. Oh. Doch, bei mir ist es, glaube ich, noch viel geiler, weil ich habe heute einen Tag mit ganz vielen geilen Acts, die ihr alle verpasst habt, weil ihr zu spät angereist seid. Aber ja, die Tatsache, dass ihr Blackies und Leoniden sehen konntet, den hier. Anscheinend lohnt sich das doch, an den Ring zu fahren. Das mache ich dann nächstes Jahr mal. Viel Spaß noch. Wir sehen uns im Pit. Ihr Pissnägen. Ich baue jetzt mein Zelt ab. Und dann geht's rüber in die Halle. Der Bassist hat gerade die Setlist in die Menge geworfen und jemand voll in die Schnauze. Ist schon einfach sehr geil, so eine Halle auf so einem Festival zu haben irgendwie. Ich weiß nicht, dieses Arena-Feeling und trotzdem die 2 Bühnen draußen, das ist schon einfach eine gute Kombi. Vor allem Pits von oben sehen, das ist fast noch geiler als drinnen sein. Ich liebe das. Ein sehr hypnotisierender Anblick. Ach Hans-Peter, du hast keine Ahnung, wie viel du mir bedeutest. Der hat mir dieses Wochenende wirklich buchstäblich den Arsch gerettet, weil der wäre jetzt sonst schon längst abgefallen, so viel wie ich hätte laufen müssen. Scheint nicht zu viel los zu sein bei den Queens. Aber die Stimmung ist jetzt nicht riesig und ich habe die Queens ja auch letztens im November erst in Düsseldorf gesehen und das Konzert war krank. Da kommt das Konzert jetzt nicht ran, deswegen gucke ich mir einfach mal was an, was ich noch nicht kenne. Und ich gehe mal auf die Mandora Stage zu Creator. Festivals sind ja auch ein bisschen dafür da, um sich musikalisch weiterzubilden und sich auch mal was anzugucken, was man vielleicht nicht so kennt oder schon mal live gesehen hat und damals nicht so gefeiert hat. Und Bands einfach mal eine zweite Chance zu geben, weil manchmal haben sie einfach auch einen schlechten Tag. Aber hier bei Creator ist auf jeden Fall nicht so richtig viel los. Um nicht zu sagen, gar nichts los, ey. Also hier sieht's aus wie nachmittags um 2. Das ist genau mein Humor. Schon, aber ist mir jetzt für die Tageszeit am dritten Tag doch eine Nummer zu schnell. I love you so much. It's all I've ever wanted in my life is to be close to you. Now give it back. I'm only asking for one thing. All you've got. Ach Josh, du bist schon echt unterhaltsam. Don't be a fucking frame. Now is not the time to be afraid. Now's the time to be free. Back, sing it into the mic and pass it around. Er hat einfach gerade sein Mikro in die Menge geschmissen, damit ich singen kann. Was zum Teufel? Pass it all the way to the back. Don't follow the rules. Fuck the rules. Fuck everyone else. You and me. Also Josh,
ist echt eine Legende, aber der ist schon auch ein bisschen durch im Kopf auf jeden Fall. One more song, but I don't give a shit, we're doing two more. If you want to cut us off, fucking cut us off. Who works here? Work here, you fucking look at me. Hit it, boy. Unglaublich. Einfach die Ansage, wenn sie ihn abschalten, dann spielt er nie wieder hier, weil no one knows muss halt noch kommen, ey. Was für ein Kunde. Ich werde jetzt zu den Klängen der Ärzte mein Zelt abbauen und meinen Rucksack packen und schon mal alles gehbereit machen. Und dann gucken, wie doll ich die Ärzte fühle oder ob ich nicht vielleicht doch rüber noch in die Halle zur Sonderschule gehen will. Ich bin noch nicht so hundertprozentig festgelegt. Aber da sind dann halt wahrscheinlich nur so die Hardliner. Das wäre eigentlich auch wahrscheinlich ein ziemlich geiler Gig. Die fangen jetzt nicht wirklich damit an, oder? Ja, ich bin irgendwie noch nicht ganz so weit. Oh, Scheiße! Weil du immer in der ersten Reihe stehst. Aus! Berlin! Aus! Berlin! Und das ist Rodrigo! Gonzales! Rodrigo! Die geile Sau! Du heißt Gonzales mit Nachnamen? Wow! Bela! Oh, ich glaube, die sind gut drauf. Ich glaube, ich muss live vor die Bühne gehen. Ich hab's jetzt auch fast. Ich habe diesen Song noch nie live gehört und jetzt stehe ich hier auf dem Zeltplatz am Wahltag. Hätte ich mir auch denken können, ich Vollidiot, ey. Scheint die Sonne auf für Nazis, wenn's nach mir geht, tun sie's nicht. Ich will nen Sommer nur für mich. Was mache ich stattdessen? Ich knüppel hier meine Zeltstange wieder auseinander, die ich mit Gaffa festgemacht habe. So eine Scheiße, ey. Dass sie für uns putzen und dann wollen wir sie. Ich find's so geil, wie sie sich einfach über Josh Om lustig machen. Ich hab's endlich geschafft. Jetzt geht's vor die Bühne. Ich hab schon die Mittelfinger Laola gegen die AfD verpasst, weil die, wie Farin uns gerade verraten hat, anscheinend das höchste Wahlergebnis in Deutschland eingefahren hat. Was stimmt mit den Leuten nicht? Leute, was stimmt mit euch nicht? Warum? Ich versteh's nicht. Scheiße. Naja, gut. Dann jetzt gute Laune. Hilft da nichts, ne? Das Leben ist eine Party. Eine gottverdammte Party. Bravo, Farin, es ist was? Ja. Die Bälle ist wo? Ja. Alles klar. Gut. So, das nächste Lied, da machen wir normalerweise so ein Spiel mit dem Publikum, dass sich alle hinsetzen und erst aufspringen, wenn wir einen Rockbar rufen. Das machen wir heute nicht. Wir machen es heute einfach mal stumpf umgekehrt. In meiner Fantasie setzt ihr euch alle hin bei dem Wort unrockbar. Wir versuchen es jetzt einfach mal, komm. Mehr als in die Hose gehen kann es nicht und dann spielen wir es halt dreimal hintereinander. Das Riesenrad ist wirklich nicht zu rocken. Danke fürs Hinsetzen. Wir spielen jetzt das letzte Lied, das wichtigste Lied, was wir je geschrieben haben. Ein Lied, was uns überleben wird, hoffentlich. Das war unser Geburtstagsgeschenk. Gott und ich haben echt zusammengelegt für das schönste Feuerwerk, was wir uns vorstellen. So voll ausgedrückt. Oder Creator haben gerade aufgehört zu spielen. Ein Applaus für Creator, unsere Freunde. War halt nur leider keiner vor der Bühne. Liebe Riesenrad, du musst so viel Liebe geben. Fahr in Urlaub, hungert nach deiner Liebe, nein, Riesenrad. Nein. Und ich dann so. Dann bin ich ein Star, du läufst hinter mir her. Doch noch tut es dir leid, dann drehst du dich nicht mehr. Und sind alleine Freunde. Nimm doch mal das Morgen. Steck dich dieser Welt. Dritter Tag Rock im Park und ihr seid bis zum Ende bei uns geblieben. Danke, danke, danke. Ich betrachte das jetzt einfach selbstverliebt als Kompliment. Thank you, motherfucker. Oh,
waren heute so gut drauf, wie ich sie lange nicht gesehen habe. Das war einfach nur richtig, richtig, richtig gut. Das war Wahnsinn. 40 Jahre Rock am Ring. 31 Jahre Rock im Park. Schon beeindruckend, das zu sehen. Willst du das toppen? Yes! Na gut. Ich muss bis jetzt Slipknot immer noch live sehen und 40 Jahre Rock am Ring klingt prinzipiell auch noch was ich machen würde. Nice, ja. Also Vorfreude ist auf jeden Fall jetzt schon da. Ladet mich gerne wieder ein. Ansonsten komme ich auch so, aber ladet mich gerne wieder ein. Fuck yeah. Ja, liebe Leute. Das war Rock im Park 2024. Und während jetzt hier hinter mir schon abgebaut wird, werde ich mir jetzt im Camp mein Zeug schnappen, das irgendwo abstellen im Medienbereich wahrscheinlich und dann mir noch ein bisschen Avenged Sevenfold reinziehen und dann geht's zum Flixbus. Danke dir, Mann. Wie immer, Shoutout an alle Crew, alle Sekus, alle Orga. Wirklich geiles Event, geile Bands, geile Konzerte, geiles Line-Up. Es war schön. Also es gibt Kritikpunkte, auf die werde ich dann in der Review mal ein bisschen genauer eingehen. Die kommt wahrscheinlich im Herbst, denn ihr wisst, mein Sommer ist sehr voll. Wir schalten noch ein letztes Mal rüber an den Ring. Jungs, wie ging euer letzter Tag zu Ende? Hattet ihr auch noch eine gute Zeit? Nächstes Jahr dann 40 Jahre Rock am Ring, oder? Ein Auf klingt eigentlich nach einer geilen Idee. Kleine Verabschiedung auch meinerseits. Ich laufe gerade noch das letzte Mal am Schriftzug vorbei. Was für eine kranke Scheiße, also was für ein geiles Festival. Hab mir jetzt noch Maneskin alleine gegeben, weil Manu, der Ehrenmann, sich bereit erklärt hat, morgen als erstes zu fahren. Auf jeden Fall war es wundervoll. Es war wundervoll. Rock im Park, Rock am Ring. Jo, nächstes Jahr 40 Jahre Rock am Ring. Lass mal machen, ich hätte übel Bock, ey. Und damit war's das von Rock im Park in Nürnberg. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal liken gegen den Algorithmus und Pit Report abonnieren, um geilen Content aus der Live-Branche nicht mehr zu verpassen. Anderes Video gibt's hier, Abo gibt's hier, mich gibt's hier und ihr seht mich im Pit, aber